Die Schönebecker Elbauenbrücke im Zuge der B246A Ortsumfahrung ist mit dem renommierten Structural Award 2014 ausgezeichnet worden. Das Bauwerk ist ein Beispiel größer Ingenieurskunst, sagte Sachsen-Anhalts-Verkehrsminister Thomas Wehbel heute bei der Enthüllung der Preistafel. Dieser Preis stellt auch eine Anerkennung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt, natürlich auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium, aber insbesondere der zuständige Regionalbereich Mitte, der hier enorme Arbeit geleistet und eine hohe Einsatzbereitschaft an den Tag gelegt. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle auch bei denjenigen besonders bedanken. Und dann freue ich mich, wenn Herr Ruprecht gesprochen hat, dass wir dann gemeinsam diese neue Namenstafel enthüllen können. Herr Langkamer hat gesagt, klein und bescheiden, wie wir als Straßenbauverwaltung nun mal sind. Aber wichtig ist, dass die Brücke diesen Preis gewonnen hat und diejenigen, die entlang wandern, dann irgendwann auch mal dieses Schild sehen. In diesem Sinne, herzlichen Dank und alles Gute für Sie und unser schönes Land Sachsen-Anhalt. Was die Planer und der Bauer der Brücke hier erschaffen haben, verdient höchste Anerkennung und man kann stolz darauf sein, einen solchen Hingucker im Land Sachsen-Anhalt zu haben. Die Elbe Bridge Schönebeck hat ja im November vergangenen Jahres vom Institution of Structural Engineers, so heißt das, mit Sitz in London, diesen Structural Award in der Kategorie Highway and Railway Bridges, also Straßen- und Eisenbahnbrücken, erhalten. Und der Empfänger ist die Ingenieurgesellschaft Leonhard André und Partner, die seinerzeit natürlich mit der Erstellung des Entwurfs hier beauftragt wurden. Und offensichtlich ist dann mit diesem Bauwerk doch was gelungen, was zwar in Deutschland nicht so sehr die Anerkennung fand, aber dafür halt international. Und ich denke mal, dafür erstmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Und ich denke, das kann man auch nicht hoch genug bewerten. Angaben zufolge ist das Institut eine Vereinigung des Bauwesens mit 27.000 Mitgliedern aus 105 Ländern. Es akkreditiert Bauingenieure, Statiker und gibt unter anderem eine monatliche erscheinende Zeitschrift heraus, The Structural Engineer. Als Kernaufgabe sieht die Institution den Schutz des Bauingenieurberufes und die Aufrechterhaltung der professionellen Standards. Anhand der Tatsache, dass in den Jahren seit 1968 die Anzahl der Objekte in Deutschland, die mit diesem Preis bewährt, geehrt wurden, sich im einstelligen Bereich bewegt. Zumindest wenn man die letzten 15 Jahre mal zurückverfolgt, kann man das eigentlich nicht hoch genug bewerten. Und deshalb eigentlich nur noch, kann ich nur einfach noch mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ein weiterer Gast bei der Enthüllung war der Präsident der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt, Jörg Herrmann. In seiner Rede hob er hervor, dass der Brückenbau bis heute als Königsdisziplin des Ingenieurbaus gelte. Brücken sind als Teil der technischen Infrastruktur Ausdruck der Innovationskraft unserer Gesellschaft und ihrer Ingenieure. Planung, Gestaltung, Umgang mit der Natur und gebauter Umgebung, Wirtschaftlichkeit und technische Funktionalität finden in guten Brücken eine überzeugende Balance und entfalten Symbolkraft für die Baukultur in Deutschland. Ich denke, das ist eine große Ehre für die Ingenieure, Bauingenieure hier aus Sachsen-Anhalt. Letztendlich ist ein Ingenieurbauwerk international geehrt worden in London. Das ist ja doch schon eine Sache, die dann auch weltweit bekannt wird. Das hilft der Region und es hilft natürlich dem gesamten Land Sachsen-Anhalt, das hilft den Ingenieuren. Wie gesagt, Sachsen-Anhalt, Land der Ingenieure, das ist, soll so bleiben, muss so bleiben, sagen wir, damit auch weiterhin solche Brückenbauwerke entstehen können. Kammerpräsident Jörg Herrmann hatte darüber hinaus noch eine ganz besondere Urkunde bei sich. Ehre, wem Ehre gebührt, und die Vertreterversammlung der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt, nur der obliegt es, solche Ehrungen vorzunehmen, hat in einer der letzten Vertreterversammlungen einstimmig dafür votiert, dem heute hier anwesenden Minister für Bau, Landesentwicklung und Verkehr die Ehrenmitgliedschaft zuteil werden zu lassen. Auf weitere Zusammenarbeit, natürlich auch das Gemachte. Wir verleihen hiermit die Ehrenmitgliedschaft der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt. Damit würdigte die Ingenieurkammer die großen Verdienste Thomas Wehbels um die Ingenieurkammer und den Berufsstand. Ja, das war, wie gesagt, es obliegt in der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt der Vertreterversammlung,
solche Beschlüsse zu fassen. Wir gehen damit sehr sparsam um. Also es gibt wirklich nur wenige Persönlichkeiten, der diese Ehre zuteil geworden ist, also Ehrenmitglied der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt zu werden. Wir haben über viele Jahre schon mit dem Minister sehr gut zusammengearbeitet, gerade auch in diesen ganzen Fragen, gesetzgebenden Verfahren. Wir sind beteiligt ja auch beim Baugesetz und ähnlich Ingenieurgesetz immer wieder. Und er hat sich gezeigt, das ist ein verlässlicher Partner, also jemand, dessen Wort auch gilt. Und da gab es den Vorschlag innerhalb der Vertreterversammlung und dem Vorschlag ist einstimmig gefolgt worden, muss ich wieder sagen. Nachdem ein regionales Unternehmen bereits am vergangenen Montag die Preistafel angebracht hatte, konnte diese nun von den Anwesenden enthüllt werden. 1, 2, 3. Ja, wir können alle stolz sein, alle Menschen in Sachsen-Anhalt, aber insbesondere die Menschen in Schönebeck, dass wir im Jahr 2014 die weltweit schönste Brücke hatten. Und es werden tausende Brücken jährlich gebaut. Und wenn man hier die weltweit schönste Brücke hat, das ist eine besondere Auszeichnung. Und die Jury hat ja insbesondere gewürdigt, dass die Brücke sich sehr schön in diese Elbauenlandschaft einpasst, dass die Altstadtsilhouette der Stadt Schönebeck nicht gefährdet ist. Und das hat die dazu bewogen, uns Platz einzugeben. Wir sind natürlich alle stolz. Zu sehen ist die Preistafel auf der Wand des Widerlagers auf der Schönebecker Seite, gleich gegenüber dem ehemaligen Traktorenwerk Schönebeck.